Guten Morgen, Julia. Hallo, Swisscom. Wir würden gerne herausfinden, was es braucht, um einen neuen Trick an einem Wettkampf zu stehen. Ja, das ist nicht so einfach zu erklären, aber komm doch rein. Okay, einfache Einstiegsfrage. Was ist dein Lieblingsessen? Pizza, weiss. Nein, sag bitte, dass das gelogen ist. Ja, Gabuns. Okay, viel besser. Kommen wir zum Thema. Was ist dein momentan Lieblingstrick? Double Ten. Okay, der sieht schwierig aus. Wie lange musst du trainieren, bis du so einen neuen Trick stehst? Es kommt immer auf den Trick drauf an. Teilweise geht es gerade beim ersten Mal, aber bei dem ist es etwa 2 Jahre gegangen. 2 Jahre? Das ist noch lang. Ja, ich habe mir eben das erste Mal, als ich ihn probiert habe, den Arm gebrochen. Und dann war es mental recht schwierig, um mich wieder zu überwinden, um den nochmal zu probieren. Der Crash ist online. Magst du ihn sehen? Eigentlich lieber nicht. Ah, also gut. Au, das sieht extrem schmerzhaft aus. Ja, es war sehr schmerzhaft. Ja, das glaube ich. Wie fängt man an, so einen Trick zu lernen? Also zuerst schaut man mal Videos an und probiert sich dann im Kopf vorstellen. Und nachher geht man sicher mal aufs Trampolin und probiert die Bewegungsabläufe so, dass sie nachher im Kopf gespeichert sind. Also nicht einfach mal so ab auf die Gio los? Nein, ganz sicher nicht einfach mal drauf los. Gibt es etwas, wie man sich vor solchen Verletzungen schützen kann? Ja, jetzt gibt es so Airbags, wo die Anfahrt eigentlich gleich ist wie auf dem Schnee, aber die Landung ist ein grosses Luftküssi und dort ist die Chance schon kleiner, dass man sich verletzt. Ah, wie im Auto. Einfach in gross. Macht Sinn. Danke. Wie entscheidest du dich, welchen Trick du als nächstes lernst? Meistens schaut man zuerst mal, was man schon kann und was als nächstes Sinn würde machen zum Lernen. Und dann lässt man sich vielleicht auch noch von anderen inspirieren. Und dann muss man sich halt überlegen, was man sich als nächstes vorstellen könnte, zum machen. Wie entspannst du dich zwischen den Training? Entspannen tue ich mich mit Serien schauen und lesen. Was findest du denn gerade? Lupin. Was ist dir lieber? Kino oder Konzert? Kino. Fußball oder Eishockey? Eishockey. Bergauf oder bergab? Bergab, aber jetzt schweifst du ab. Hey, Julia! Ja? Was ist denn die aktuellste Insta-Post? Der. Okay, fass noch mal kurz zusammen. Was braucht es alles, um einen neuen Trick zu lernen? Sicherheit, Mut und wenn es nicht gerade beim ersten Mal klappt, Durchhaltevermögen. Letzte Frage. Was ist dein Lieblingswort im Duden? Für Abend. Okay, ich habe es verstanden. Ciao, Julia. Aber ciao, Swisscom.